Teig finde ich stark. Vor allem, ich mag das mit dem fluffigen Teig. Mhm. Sehr, sehr gut. Und jetzt bitte guck mal hier rüber. Entschuldigung, wir haben eine Frage. Mitten im Film? Ja, das macht ja nichts. Wir sind sehr gestört und schmeckt es Ihnen? Alter, das ist ja unverschämt. Überhaupt nicht. Doch, also mitten in meinen Film zu platzen, ist ja unverschämt. Das ist eine Katastrophe, was Sie machen, weil wir feiern heute eine Verlobung. Ja. Und sitzen hier, essen Pizza und trinken wirklich Tonics und wir sind sehr gestört von Ihnen und sitzen hier rum. Und beschweren sich beim Inhaber, nicht bei mir. Ich habe die Erlaubnis. Ja. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich weiß auch nicht, wer Sie sind. Ich weiß nur, Sie platzen einfach ungefragt in meinen Film rein. Das verstehe ich nicht. Das ist ja vollkommen klar. So unverschämt von Ihnen. Sie machen hier gerade etwas, was alle stört. Und dann sagen Sie das dem Inhaber. Alle. Und das ist eine Katastrophe. Wir sind sehr gestört. Wir feiern eine Verlobung und sitzen hier rum und essen Pizza. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie machen einen riesen Fass auf jetzt. Wir wären vielleicht schon fertig. Na, für die 5 Pfennig, die Sie hier verdienen, das ist einfach nicht wert. Diese ganze Scheiße. Hören Sie mal, ich habe mich jetzt zweimal beleidigen lassen von Ihnen und Sie waren jetzt zweimal unverschämt zu mir. Ich kann das bitte, bitte sehen Sie mich nicht gezwungen, dass wir das auf eine andere Art und Ebene austragen jetzt miteinander. Weil glauben Sie, wenn Sie wollen, Sie jetzt mich beleidigen. Naja, machen Sie, was Sie wollen. Gut, dann gehen Sie bitte weg, jetzt lassen Sie mich in Ruhe, sonst sorge ich dafür, dass Sie mich in Ruhe lassen. Können Sie das ändern? Nein, auf keinen Fall ändern Sie irgendwas. Beschweren Sie sich vom Inhaber, wenn was nicht passt. Sie stören hier alle. Sie wiederholen sich in Ihrem Vollsuff. Merken Sie es eigentlich nicht? Was machen Sie für einen Film? Geht Sie doch einen Scheißdreck an. Ich kann mich mit Ihnen nicht unterhalten. Sie sind viel zu betrunken, um eine sachliche Diskussion zu führen. Wie kommen Sie doch? Ich höre doch, wie Sie leiden. Glauben Sie, ich bin von gestern oder was? Ich erkenne doch einen Spritnase an Ihrer Nase. Also erzählen Sie mir keinen Scheiß. Bitte ziehen Sie Leine jetzt, bevor ich ungemütlich werde. Ich sag Ihnen ehrlich. Ach so.